Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich möchte drei Anmerkungen zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr machen. Die erste Anmerkung ist, Bundeswehreinsätze wollen einfach nicht enden. Sie fangen an, aber sie hören nicht mehr auf. Die Antiterroroperation Operation Active Endeavour im Mittelmeer ist ein anschauliches Beispiel dafür, für einen Militäreinsatz ohne Beendigungsperspektive, ob schon nicht einmal eine konkrete Bedrohung vorliegt. Man rutscht offensichtlich immer viel schneller in einen Einsatz rein, als man wieder rauskommt oder rauskommen will. Beispiele hier, Operation Active Endeavour im Mittelmeer, angefangen im Oktober 2001 und 14 Jahre später reden wir immer noch darüber. Wir reden immer noch darüber, dass diese Mission faktisch nicht beendet wird und es ist auch nicht gewollt, dass sie beendet wird. Kosovo 16 Jahre, Afghanistan 14 Jahre. Afghanistan sollte ursprünglich beendet werden 2016. Es gibt neue Missionsnamen, Resolute Support. Stand für die Beendigungsphase. Stattdessen hören wir nun, nein, wir setzen das fort. Sogar noch mehr Soldatinnen und Soldaten. Plus immer dieselben Durchhaltephrasen, die man hier zu hören bekommt seitens der Bundesregierung. Eine Lösung des Konflikts ist nicht vernehmbar. Stattdessen immer das gleiche Argument. Sie hätten die Rede, die Sie gerade hier halten können, Herr Roth, hätten Sie auch vor 10 Jahren halten können. Da wäre inhaltlich kaum ein Unterschied gewesen. All dies beweist, militärische Einsätze lösen keine Konflikte, sondern sie vertiefen sie. Die Phrasendrescherei ist einfach nicht zu übersehen. Da kann die PR-Abteilung der Bundesregierung sich noch so abstrampeln und von erfolgreichen Friedensmissionen schwafeln. Zweite Anmerkung. Das Argument der abstrakten Bedrohung, ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen, auch mal die Bundesregierung befragt, was das heißt. Das abstrakte Bedrohung, der abstrakten Bedrohung ist nichts anderes als ein Legitimationsrahmen für Großmachtdenken. Bis heute gibt es keine konkrete Bedrohung im Mittelmeer und keinen konkreten Vorfall. Nur, ich zitiere, abstrakt zu bewertende terroristische Bedrohungssituation. So die Bundesregierung in der Antwort der Kleinen Anfrage. Die Argumentation der abstrakten Bedrohung ist nichts anderes, sehr geehrte Damen und Herren, als ein Blankoscheck für militärische Einsätze, die das Ziel verfolgen, räumlich und zeitlich unbegrenzt Kontrolle und Sicherung geografischer Räume zu leisten. Die Bundesregierung räumt es ja sogar ein. Sie räumt eben den globalen Einsatz- und Kontrollanspruch ein. In der Antwort, die die Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linksfraktion im Januar 2015 gemacht hat, sagt sie, ich zitiere, abstrakte Bedrohungen lassen sich geografisch nicht eindeutig einzelnen Regionen zuordnen. Vielmehr können abstrakte Bedrohungen aufgrund der fortgeschrittenen Globalisierung grundsätzlich in vielen Teilen der Welt bestehen. Also es gibt keine Grenzen, abstrakte Bedrohung ist global und wir müssen entsprechend reagieren. Die Argumentation der abstrakten Bedrohung ist auch ein Blankoscheck für eine sich selbst ermächtigende weltweite Ordnungsmacht. Auch das bestätigt die Bundesregierung erneut, und zwar im Antragstext. Hier heißt der Satz, Präsenz der Einsatzverbände sei ein präventiver Ordnungsfaktor. Mit anderen Worten, zwar sprachlich beschönigt, erklärt die Bundesregierung ihr Bestreben, überall militärisch mitwirken zu wollen, natürlich im Rahmen der NATO, natürlich im Rahmen der Europäischen Union, ganz klar, das sind die Vehikel, mit denen man fährt, aber letztendlich ist man dabei, als eine Großmacht in der Hoffnung, es zu sein. Die dritte Anmerkung. Sie haben gerade erwähnt, Herr Roth, der Bündnisfall zum Thema Operation Active Endeavour wird wahrscheinlich im Sommer aufgehoben. Ich sage Ihnen, darüber kann man sich freuen, ganz keine Frage, aber er hätte niemals ausgerufen werden dürfen, dieser Bündnisfall. Denn was 2001 in New York passiert ist, war ein terroristischer Anschlag und kein militärischer Angriff. Aber statt aus den Fehlern zu lernen, machen Sie genau 14 Jahre später den gleichen Fehler. 14 Jahre später machen Sie den gleichen Fehler. Wir reden diese Woche genau darüber. Infolge des Anschlages von Paris reden Sie erneut wieder von einem Anschlag und von einem Bündnisfall gemäß Artikel 42 EU. Nun, da ja vermutlich Artikel 5 demnächst aufgehoben wird, kann man aber nicht davon ausgehen, wer sich gefreut haben sollte, dass die Mission zum Ende kommt. Kann man nicht davon ausgehen, dass sie zum Ende kommt. Im Gegenteil, man hat die Rechnung ohne den Wirt, ohne die NATO gemacht. Wir machen weiter. Das heißt dann maritime Sicherheitsoperation im Rahmen der maritimen Strategie der NATO. Was heißt maritime Sicherheit der NATO? Die Antwort im Text: Sicherung maritimer Seewege mit allen denkbaren Mitteln außerhalb des eigenen Hoheitsgebietes. Das lehnt die Linke und ich glaube, das lehnt auch die Mehrheit der Menschen in diesem Land ab. Danke. Danke, Kollege Neu.